Hallo, hallo Freunde und Feinde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich hatte ja vor kurzem die Wahrheit, ihr wisst schon, diese eine Wahrheit über chinesische Smartphones hochgeladen. Ja, in Form eines Videos selbstverständlich. Und es gab ja, also die Reaktion ist ziemlich intensiv ausgefallen, sagen wir mal so. Es war ein bisschen gemischt, logischerweise. Ja, der eine, der sieht das so, der andere, der sieht das anders. Der Punkt ist aber, ich kann nicht auf alle Kommentare reagieren, dafür ist es einfach zu viel. Das waren jetzt, ja, zu dem Zeitpunkt sind es jetzt schon die 160 Kommentare. Und ich weiß, größere Kanäle haben mehr, aber größere Kanäle gehen dann auch nicht mehr darauf ein, weil es einfach neben der täglichen Arbeit einfach unmöglich ist. Daher mache ich das in Form eines ergänzenden Videos. Ihr seht, ich habe wieder mein LCD-Tablet dabei und habe mir da ein paar Stichpunkte gemacht. Denn die eine oder andere Frage steht ja durchaus noch im Raum. Und zwar wäre hier eine ganz wichtige dabei: Wer ist eigentlich dieser Chinese, ne? Dieser eine, der uns hier Schrott verkauft, der Steuern hinterzieht und überhaupt im Allgemeinen irgendwie ziemlich bösartig ist? Ja, das würde ich dann halt mit euch mal ein bisschen diskutieren. Mit euch diskutieren heißt, ich führe hier wieder einen Monolog, weil das nämlich ein Video ist, weil ich hochlade und kein Livestream mit Chat. Und ihr könnt ja wieder in den Kommentaren dann halt schreiben, was ihr so davon haltet. Aber ich finde diese Differenzierung, finde ich irgendwie cool, ne? Auf der einen Seite ist China ein riesiges Land, was für uns Europäer, für uns Deutsche natürlich selbstverständlich auch als Teil von Europa, nämlich Waren produzieren darf, und zwar äußerst günstig. Denn die produzieren ja letztendlich nur für uns im Auftrag. Und das, was wir jetzt als China-Schrott verstehen, oder zumindest so viele große YouTuber, ihr wisst, welche ich meine, das sind ja im Prinzip Eigenproduktionen, ja. Aber lassen wir für die für uns produzieren, ne? Dann ist es wiederum Ordnung. Ich finde ja schon mal interessant, wie da differenziert wird. Wer ist denn jetzt eigentlich genau der Chinese? Und da habe ich hier auch ein kleines Zitat. Und zwar, die Vergleiche der Geräte mit hiesigen Modellen ist daher oft unfair, schräger falsch. Und da ist ja schon mal die Frage, was sind denn hiesige Modelle? Sind das die, die man hier im Kaufhaus kaufen kann? Und was ist, wenn die ihr Portfolio wieder ändern? Ändert sich dann auch wieder der Chinese? Ist es dann doch wieder die Geräte, die man dort nicht kaufen kann? Das muss man ja irgendwo auch alles irgendwo mal definieren. Und das macht aber keiner. Stattdessen wird immer von diesen mysteriösen Chinesen gesprochen, als ob das ein einziger wäre, der hier nur total egoistisch ist, bösartig und was man halt sonst noch zwischenmenschlich so für negative Eigenschaften haben kann. Da muss man noch mal festhalten, wen hat man dann so an Markenherstellern? Deutsche? Keine. Apple kommt aus den USA oder hat den Sitz in den USA. Da haben wir Samsung zum Beispiel. Wo kommt Samsung her? Aus Korea. Und ja, nicht Nordkorea, ich weiß. Die haben, so viel ich weiß, keine eigenen Smartphone-Marken. Ja, da haben wir natürlich HTC zum Beispiel. HTC, ja, kommt aus Taiwan. Und Panasonic kommt aus, wenn ich mich nicht irre, aus Japan. Und Huawei, ZTE, Xiaomi, Oppo, Bluebo, VK World, Qbot, Meigu, Ligu, Dupro, Lenovo, AlphaWise. Okay, mir fällt mir jetzt wirklich aus dem Stand. VK World! Sonst fällt mir aus dem Stand gerade nicht mehr ein. Die kommen aus China. Das heißt, letztendlich sind das alles Marken, die irgendwo ihren Sitz im Ausland haben. Und eins haben die aber gemeinsam. Und zwar, sie lassen alle in den Ländern produzieren, wo die Lohnkosten am geringsten sind und wo man am besten, wo es entsprechend natürlich Strukturen gibt, ist ja klar, und wo man auch die Ressourcen günstig ranbekommt. Das ist im Moment nun mal China. So, lässt jetzt aber eine hier bekannte Marke, nennen wir es einfach mal so, das sind keine hiesigen Marken oder hiesige Modelle, das sind nur die hier verfügbar sind, das sind die Marken, die hier einfach mal zuerst den Markt erobert haben. Die haben sicherlich ihren Sitz in USA, in Taiwan und was ich gerade alles an Ländern genannt habe, aber A, nicht in Deutschland und B, lassen die auch alle günstig meist in China produzieren. Das heißt, die Geräte werden aus China importiert. Und jetzt wird aber plötzlich differenziert, also sagen, die einen sind die Bösen und die anderen sind die Guten. Und das ist doch völliger Blödsinn. Habt ihr mal überlegt, warum Deutschland so eine absurd hohe Staatsverschuldung hat? Bestimmt nicht, weil alle großen Unternehmen, die hier tatsächlich die richtig enormen Gewinne fahren, hier auch alle Steuern bezahlen. Ihr müsst einfach nur reinschauen mal, das ist ein bisschen mit Recherche verbunden, kann man aber alles googeln, wo große Online-Unternehmen angemeldet sind. Luxemburg ist vielleicht den einen oder anderen ein Begriff. Und warum? Weil es da günstigere Steuermodelle gibt. Da werden sogar teilweise wurden da extra Absprachen getroffen für große Unternehmen, um die halt anzulocken, obwohl aber die Wertschöpfung tatsächlich in Deutschland stattfindet. So, und das geht dann auch für andere Länder bis hin eben zu den Steuerparadiesen, wo dann auch Privatpersonen mit ihren Vermögen immigrieren. Warum? Natürlich
eben keine Steuern hier in Deutschland abführen zu müssen. Okay, das ist bekannt, das wisst ihr ganz genau, dass wir ein kleines Problem haben mit Steuerhinterziehung. Das hat nichts mit diesen einen Chinesen zu tun. Das hat was damit zu tun, mit den Leuten, die überhaupt das Geld haben, die das Geld überhaupt besitzen und dann überhaupt erstmal die Möglichkeit nutzen zu können, es zu hinterziehen. Was ist mit den Leuten, die überhaupt gar nichts verdienen? Die können natürlich nicht ins Interesse in Hartz-IV-Empfängern dann Steuern hinterziehen in Deutschland. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Steuern wird immer von den Leuten hinterzogen, die auch genügend verdienen, damit sich das Ganze auch überhaupt lohnt. Ihr wisst ja, der FC Bayern-Typ da, das hat er ja richtig im großen Stil gemacht. Das ist den längst verziehen und so wirklich eine Langzeitbestrafung gab es dafür ja auch nicht. Da wurden dann schon Lösungen gefunden. Ich meine, der Typ ist ein wandelndes Konjunkturpaket, den kann man nicht einfach wegsperren mit so viel Kohle. Also überhaupt diese Unterstellung, die hinterziehen ja Steuern. Ja. Zum Beispiel eben Gearbest mit Germany Express. So, aber wie die genau Steuern hinterziehen, das weiß dann aber auch wiederum keiner. Und es wird oft geschrieben, zum Beispiel in den Kommentaren, aber es wird nicht belegt und es wird auch nicht dargestellt, wie das genau funktionieren soll. Letztendlich, ich meine jetzt mal im Ernst, aber wenn das irgendein Zuschauer weiß oder irgendein YouTuber, dann weiß das der deutsche Zoll auch. Und dann untersuchen die das und dann versuchen die dagegen vorzugehen. Wenn die das aber nicht können, weil nämlich die Gesetzesgrundlage dafür fehlt, dann wissen wir doch, wo das Problem tatsächlich, also wie das zustande kommt, das Problem. Es gibt Steuerschlupflöcher, natürlich. Die wurden natürlich nicht für die Chinesen gemacht, sondern für andere Großkonzerne. Das nennt man Lobbyismus und der Lobbyismus ist in Deutschland auch ziemlich stark. Wie gesagt, Thema Staatsverschuldung. Die muss irgendwie zustande gekommen sein. Unsere Schulden sind auch das Vermögen der anderen. Und das ist nicht aus Versehen irgendwie passiert, sondern das ist in irgendeiner Art und Weise forciert. Und damit sollte man sich mal beschäftigen und nicht immer gegen den Chinesen schießen, dass der hier unsere Wirtschaft und das kaputt macht und das Steuersystem in irgendeiner Art und Weise unterwandert. Das sind Systeme, die lediglich auch von solchen Importeuren genutzt werden. So viel ich weiß, geht Gearbest mit Germany Express über England, aber das, wie das alles im Einzelnen funktioniert, weiß ich auch nicht, aber offensichtlich, wenn Gearbest die Ware erst in nach England importiert, dann heißt es ja, dass England in irgendeiner Art und Weise so günstige Importbedingungen hat, dass Gearbest das für sich nutzen kann und da jede Menge Geld spart. Also ist doch nicht die Lösung, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt Gearbest schließen oder irgendwie gegen die vorgehen oder vor Gericht ziehen. Nein, sagt man einfach, wir müssen die Importbedingungen ändern und zwar europaweit. So, und das muss dann nicht nur für irgendwelche eBay oder Amazon oder Gearbest-Importeure gelten, sondern natürlich für alle Importeure. So, und das sagen wir am besten noch, das wäre ja sowieso mein Vorschlag, dass wir sagen, Gewinne werden in Deutschland versteuert. Punkt. Wenn die Wertschöpfung hier in Deutschland stattfindet, dann müssen auch hier die Gewinne versteuert werden. Und zwar für jeden gleich. Egal ob Großkonzern oder ob es eine kleine Eisdiele nebenan ist. Und dann hätten wir diese Probleme auch nicht. Und da bräuchten wir auch nicht gegen Einzelne zu schießen, weil wir sagen, für alle gelten die gleichen Regeln. Und wie wir das bisher haben, dass wir wirklich auf der einen Seite in China günstig produzieren und auf der anderen Seite aber anfangen, gegen den Chinesen immer so zu schießen, dass der ja alles nur unterwandern will, das ist doch irgendwo, ist das eine gewisse Doppelmoral. Okay, und dann noch zwei andere Punkte, nämlich die Punkt Werbung. Ich weiß, dass es durchaus Fehlinformationen gibt, die halt immer von welchen Herstellern dann in der Werbung gestreut werden, zum Beispiel die Akkukapazität oder das mit der Dual-Kamera, wobei das mit der Dual-Kamera, ich habe mich da ein bisschen belesen und letztendlich weiß ja keiner so richtig Bescheid, denn manchmal ist es auch bloß eine Support-Kamera, aber ich will darauf jetzt nicht technisch eingehen. Ich weiß letztendlich, dass es da zu Übertreibungen gibt und letztendlich steht auch bei den chinesischen Angeboten immer das Gleiche. Es ist die beste Kamera, es ist der beste Akku und der beste SoC. Nennt man mal Werbung, die ehrlich ein Produkt vorstellt. Habe ich noch nicht gesehen. Gibt's nicht. Das ist nicht Sinn und Zweck von. Also selbst in Deutschland ist gibt's die Regelung, dass Werbeversprechungen nicht einklagbar sind. Und aus dem Grund, das bräuchte man doch bloß zu ändern, dass man sagt, Werbung dient ab sofort nur noch der Information, der objektiven Information des Kunden. Wenn man das machen würde, dann würde Werbung auch ganz anders aussehen. Aber da wieder zu differenzieren, dass wir es ganz normal gewohnt sind, jeden Tag, wenn wir den Fernseher anschalten, der Werbeunterbrechung beschissen und belogen zu werden, 5 Minuten lang oder 10, ich weiß nicht, wie aktuell lang die Werbung ehrlich gesagt geht, ich gucke kein Fernsehen, aber dass wir das tolerieren, ständig beschissen zu werden, ständig von Marktforschungsunternehmen auseinandergenommen zu werden, inzwischen individuell angepasste Werbung zu bekommen, wo wir auch beschissen werden, nur halt diesmal ganz individuell und angepasst unsere Persönlichkeiten, unsere Interessen. Und dann, ja, wurde Chinese und jetzt müssen die ehrlich sein und müssen 100% objektiv berichten und informieren über ihre Produkte. Also ich finde, das ist ein sehr eigenartiger Anspruch und ihr wisst, wie aktuell Werbung ist, also bitte. Es steht ja auf jeder Verpackung von Lebensmitteln drauf, Serviervorschlag. Und warum steht das so drauf? Weil das Bild, was drauf ist, nicht das abbildet, was drin ist. Und daran haben wir uns auch längst gewöhnt, dass immer diesen Serviervorschlag. Und selbst dagegen könnte man inzwischen vorgehen, weil man sagen muss, objektiv, nein, die Pampe, die da drin ist, die kann man modellieren, wie man möchte.
als Servier, also wenn man serviert. Das ist vollkommen egal, das wird nie so aussehen. Nicht ohne vorher das Ganze noch ein bisschen anzumalen. Und die andere Sache, die mich da auch stört, ist, dass Miesen, ja, die Chinesen, die stickt, also wieder der Chinese, das ist ja nur der eine, der klaut die Designs und die Technik anderer. Oh Gott. Habt ihr mal genau das gleiche Thema Lebensmittel, ja? Geht ihr mal in den Supermarkt und das ist doch ganz geläufig inzwischen, dass es von den ganzen Markenprodukten jeweils einen Ableger gibt, der ähnlich heißt, ähnlich designt ist und im Prinzip so aussieht, dass wir genau wissen, welches Markenprodukt gemeint ist, welches damit kopiert wurde. Ja, von allen guten, gut laufenden Produkten gibt es heutzutage Kopien. Auch das wissen wir, auch das haben wir längst akzeptiert. Und komm, ihr müsst zugeben, manchmal ist es auch echt witzig, wenn man versucht, eine bestimmte Marke, dann, naja, ein bisschen, dass es halt ähnlich klingt, so dass jeder weiß eben, was wirklich gemeint ist und direkt jeder auch sofort eben weiß, okay, das ist eine Kopie davon. Ich meine, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber zumindest gab es immer mal so Berichte darüber, dass es sogar die Markenhersteller selber sind, die diese Kopien herstellen, um eben auch in dem Bereich sozusagen die Gewinne mit abzuschöpfen. Es gab ja sogar Berichte, dass das exakt die gleichen Produkte sind, nur unter halt neuen Verpackungen. Einmal eben für diejenigen, die auf die Markenprodukte stehen und einmal auf diejenigen, die eben nur Geld sparen wollen. Okay. Punkt ist aber, das haben wir auch akzeptiert, das ist ganz normal. Es ist normal, dass wir in der Werbung beschissen werden. Es ist normal, dass es überall Kopien von allen möglichen Sachen zu kaufen gibt. Okay, gut. Was habe ich hier noch auf meiner Liste stehen? Wer ist eigentlich dieser Chinese, sag ich, abgehakt? Steuerhinterziehung in Deutschland, EU, das haben wir auch abgehakt. Warum gibt es wohl so viele Reiche in der EU? Naja, gut, die Frage, die könnt ihr euch, denke ich mal, in dem Zusammenhang selbst beantworten. Und ja, genau, das soll es auch gewesen sein. Nochmal diese kleine Ergänzung, wenn ihr noch mehr Ergänzungen wollt, noch mehr offene Fragen sind, dann bitte gerne unten in die Kommentare. Ich lese mir die durchaus durch. Wie gesagt, ich kann noch nicht auf jeden individuell eingehen. Das ist im Moment nicht möglich, weil ich zu viele Telefone noch testen muss. Ich habe hier noch zwei liegen und die werde ich mich jetzt kümmern. Ob ich das jetzt noch fertig kriege, ist schon wieder halb zwei, das weiß ich auch nicht. Schön, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen, von meiner kleinen Ergänzung zu meinem letzten Video, was ihr so interessant findet, fandet und hoffentlich auch noch findet. Und ich werde mir Mühe geben, in Zukunft auch dieses Format ein bisschen beizubehalten und immer mal das ein oder andere Thema, was euch interessiert, zu besprechen. Und dann könnt ihr in den Kommentaren euch darüber auslassen und dann haben wir alle Spaß und alles ist wunderbar. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.